Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Fachgespräch im Format Kolloquium. Auch heute wieder ein wahres Gipfeltreffen wunderbarer Menschen und Experten, die ich gleich zu dem Thema des autonomen Nervensystems befragen werde. Unser verborgener Regisseur und weshalb das so wichtig ist für eine neue Medizin. Seien Sie gespannt. Hallo ihr Lieben, schön seid ihr heute wieder hier und gerne stelle ich natürlich euch vor, das ist Professor Dr. Gertrud Berka-Schmid. Sie ist Ganzheitsmedizinerin und auch Mitglied des QS24 Wissenschaftsgremium, Lothar Hirneise, bekannter Krebsforscher, Dr. Matthias D. Meyer, eben Osteopath, Unfallchirurg, aber mit einem unglaublich großen Fachwissen, das werden wir dann gleich noch erfahren. Ich kann gar nicht alles richtig benennen, du hast so viel gemacht. Ja, das autonome Nervensystem hat ja eigentlich, so sagen wir mal in der Schulmedizin, ein bisschen ein Schattendasein. Und wir schauen mal, was es bedeutet in der neuen Medizin oder vielleicht in einer ganzheitlichen Sichtweise. Ich kann mich noch gut erinnern, als das autonome Nervensystem zum ersten Mal in der Anatomie-Vorlesung besprochen wurde. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Und die beiden kontrollieren sozusagen die Adaptabilität meines Körpers an meine Umgebung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tiger hier reinkommt, dann muss mein Herzschlag schneller schlagen, mein Blutdruck geht hoch, mein Blutzucker geht hoch, Blutcholesterin geht hoch, die Muskeln an meiner Wirbelsäule werden angespannt. Das sind alles Dinge, die natürlicherweise passieren, um in einer, sagen wir mal, Gefahrensituation zu überleben. Sehr wichtig. Wenn ich nachts schlafen will, brauche ich aber zum Beispiel den Parasympathikus. Wenn ich entgiften will, wenn ich eine gute Darmfunktion haben möchte. Das sind alles Dinge, die mein parasympathisches Nervensystem macht. Und es ist ganz gut, wenn man tagsüber in einer gewissen Balance zwischen diesen beiden ist und nicht ständig in einer Flucht- und Gefahrensituation steckt, aber auch nicht gerade wie ein Tiefschlafender durch die Welt wandelt. Aber beides gibt es. Und das ist etwas, was man messen kann. Vielleicht noch wichtig zu wissen, dass der Parasympathikus rein anatomisch an der oberen Halswirbelsäule und am Kreuzbein im Becken seine Hauptfasern hat. Und dazwischen an der oberen Brust bis zur oberen Lendenwirbelsäule, wie so zwei Stränge entlang der Wirbelsäule, ist das sympathische Nervensystem. Und diese Strukturen von Hals, Brust, Lendenwirbelsäule und Becken haben einen Einfluss darauf, wie gut dieses System funktioniert. Jetzt zum Beispiel, wenn man es ein bisschen konkreter haben möchte, jemand, der Asthma-Patient ist, der hat zum Beispiel das Problem, dass die Bronchien nicht weit werden können. Die Bronchien weit zu machen, ist klassisch sympathische Nervensystem, was das macht. Wenn ich gucke, welche Nerven machen denn diese Befehlskette, die kommen aus der oberen und teilweise mittleren Brustwirbelsäule. Und da finde ich immer ein Problem in der Mechanik der Wirbelsäule. Das ist also ein bisschen dieser Ansatz, dass durch eine Strukturverbesserung und Verringerung von Chaos, wenn man so will, eine neue Funktion entsteht. Und das mache ich über eine Wirbelsäulenbehandlung. Und weil ich von Schädel bis Becken behandle, behandle ich damit integrativ auch das autonome Nervensystem und bringe es in eine entspanntere Lage, sodass es besser funktioniert. Und das kann ich vorher und auch nachher messen. Und man sieht, wie dann diese autonome Balance entsteht, die Aktivität des Nervensystems auch zunehmen kann und dementsprechend alle möglichen Stoffwechselprozesse des Körpers besser funktionieren. Und das hat Einfluss auf mein Fußgewölbe, es hat Einfluss auf meine Beckenorganfunktion, es hat Einfluss auf meinen Ellenbogen, auf mein Auge. Es gibt ja nichts, was nicht vom Nervensystem erreicht wird. Und dementsprechend ist das sozusagen der zentrale Ansatz für das autonome Nervensystem. Und in der Schulmedizin spielt es insofern eine Rolle, weil Sympathikus und Parasympathikus über Nervensignale Rezeptoren ansprechen. Diese Rezeptoren kann man auch mit Medikamente zum Beispiel ansprechen.
Das vielleicht bekannteste Beispiel wäre ein Beta-Blocker für einen Herzpatienten. Das ist ein Sympathikusrezeptor. Das heißt, auch die Schulmedizin weiß um die Wichtigkeit von autonomen Nervenfasern bzw. deren Auswirkungen auf ein Organ. Aber anstatt zu gucken, warum reagiert dieses autonome Nervensystem, wie es reagiert, wird es nur chemisch blockiert. Das heißt, die Ursache für das Problem, beispielsweise beim Herzrhythmusproblem oder beim Asthma, bleibt immer bestehen, wenn man es nicht beseitigt. Auch wenn man jetzt Chemie nimmt, um diese Signale zu blockieren, ändert man nichts an dem Problem, was weiter jahrelang weitergeht. Und das wird irgendwann weitere Probleme mit sich bringen, weil es ein Gesamtsystem ist, was Gesamtfunktion oder funktionieren muss. Und dementsprechend jemand mit einem Symptom hat irgendwann noch ein zweites und dann noch ein drittes und wahrscheinlich noch ein viertes oder fünftes. Und irgendwann ist das auch energetisch raubend. Das heißt, die Leute werden dann auch müde, werden früh abends, wenn sie nach Hause kommen, können sie gar nicht mehr richtig funktionieren. Sie müssen sich schon hinlegen. Und das sind dann Sachen, wenn jetzt jemand lange im Sympathikus-Stress ist und das ist bildlich gesprochen, wie wenn jemand Auto fährt, aber ständig aufs Gas drückt und nicht bremst oder nicht bremsen kann. Irgendwann geht das Benzin aus. Ja, wir haben auch eine endliche Energie und die wird verbraucht. Und Leute rutschen manchmal auch in den Parasympathikus rüber, in eine tiefe Funktion. Damit man sich vorstellen kann, warum das wichtig ist, 2006 gab es die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und da gab es eine Studie zu der Herzinfarktquote während Fußballspiele. Und die meisten Herzinfarkte, vielleicht nicht ganz überraschend, waren bei älteren Herren, die gerade ein Deutschlandspiel geguckt haben, welches immer spannender wurde. Wenn es dann gegen Italien geht und dann Verlängerung und Elfmeterschießen, häuften sich die Herzinfarkte. Und diese Menschen hatten alle einen tiefen Parasympathikus-Aktivität. Also die waren rechts von der Mittellinie und tief. Das heißt, deren Möglichkeit, an eine Stresssituation zu adaptieren, war nicht gegeben. Dann reicht ein spannendes Fußballspiel, um ein Organversagen auszulösen. Das heißt, es ist schon wichtig, herauszufinden, wie gut das autonome Nervensystem funktioniert. Gibt es Dysbalance? Wie hoch ist die Aktivität? Und was kann ich dagegen tun, um Gesundheit zu fördern? Spannend, habe ich das richtig verstanden? Einerseits ist bei Erkrankungen, wo man eigentlich normalerweise nicht jetzt das Nervensystem im Blick hat, wie Asthma und so, hat es eine Wirkung, aber es ist auch umgekehrt, wenn wir jetzt viel Stress haben, ohne einen organischen Hintergrund, dann gibt es auch diese Verschiebung. Ja klar, also alles emotionale Erleben, alles, was ich wahrnehme, alles, was ich fühle, wird sich auf mein autonomes Nervensystem auswirken. Das ist Angst und Sorge oder Flucht oder was auch immer. Und das ist dieser bildliche Tiger, der in meinem Leben mich irgendwie stresst. Und das wird mich in einen Sympathikus-Stress meistens versetzen. Und das hat Auswirkungen auf meine Physiologie. Das wird den Blutdruck vielleicht ein bisschen heben oder den Blutzucker ein bisschen heben. Cholesterinspiegel wird ein bisschen zu hoch. Ich verbrauche mehr Stresshormone. Stresshormone werden aus Cholesterin gemacht. Das heißt, da muss der Cholesterinspiegel hochgehen, damit diese ganze Stresskaskade aufrechterhalten kann zum Überleben. Aber wenn ich Schulmediziner bin, sehe ich hohes Cholesterinspiegel, zu hohes Blutzucker. Dann hat er einen hohen Blutdruck, ja, da gebe ich erstmal 3 Medikamente und habe das Problem gelöst. Aber die Ursache für die Entstehung dieser Ereignisse, die bleibt weiterhin da. Und das verursacht ja dann, dass das System eigentlich alle reparativen Prozesse auch nicht mehr so ausführen kann. Die Adaptation fehlt. Ja, ja. Und das kann langfristig nicht erfolgreich sein. Ja. Dann möchte ich gerade dich auch fragen, Lothar, weil wir haben in einem anderen Gespräch darüber gesprochen, dass ja entgegen der häufigen Meinung der Stress eigentlich der Faktor Nummer 1 ist, auch bei Krebserkrankungen. Mhm. Und das geht ja in das gleiche Thema. Eigentlich sind wir ja alle viel gefährdeter, weil wir fast alle im Stress sind, oder? Also aus meinen Erfahrungen der letzten 25 Jahren habe ich eigentlich drei Hauptgründe für Krebs. Das eine ist, wie die konventionelle Medizin aussagt, Vergiftungen. Aber die konventionelle Medizin behauptet, 99% oder 95% sind Vergiftungen. Ich würde die eher unter 5% ansiedeln. Ja? Die gibt es, aber viel seltener als behauptet wird. Ja? Dann gibt es Traumata, die ohne Zweifel dann natürlich zu einem permanenten Sympathikus führen. Ja? Aber das aus meiner Sicht häufigste, was wir gefunden haben, ist dieser permanente Dauerstress. Und
das macht das Ganze auch so kompliziert. Man empfindet es manchmal gar nicht so. Mhm. Teilweise führen wir verrückte Leben. Ich meine, ich bin Schwabe, da ist es normal, um 5 aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, mittags noch in 3 Vereine zu gehen, dann ich weiß nicht, was noch zu machen. Mhm. Und wir glauben, dass dieses verrückte Leben normal wäre. Ja? Weil so hat man es uns beigebracht. Ja? Es gab aber in den 80er Jahren schon eine Dr. Waltraud Frieda, die schön gezeigt hat, wie überhaupt Stress zu einem Tumor führen kann. Ja? Und zwar relativ einfach. Wenn ich Insulin habe, das Zuckermoleküle jetzt in meine Zellen transportiert, dann gibt es da einen Gegenspieler, nämlich das Adrenalin. Mhm. Ja, das, wie Matthias gerade gesagt hat, eigentlich, wenn der Löwe reinkommt, ja, da muss jetzt das Adrenalin rausgeschossen werden. Und das hält sich normalerweise die Waage. Wenn ich jetzt aber, ich gebe mal ein Beispiel, mit einem Alkoholiker verheiratet bin, ja, so, selbst wenn der nicht säuft, habe ich trotzdem immer irgendwie Angst. Wann verspielt er wieder Geld? Wann säuft er wieder? Wann schlägt er mich wieder? Wann was weiß ich? Da ist so eine permanente Angst da. Und diese Angst führt dazu, dass immer etwas Adrenalin verbraucht wird. Aber die Nebennieren sind nicht dazu da, um Riesenmengen an Adrenalin zu produzieren, weil eigentlich braucht man das in kleinen Mengen und sehr selten. Ja, so. Aber, und so passiert, dass über Jahre einfach der Adrenalinspiegel nach unten geht. Und jetzt ist es so, Insulin bringt zwar Zucker in die Zelle rein, wird als Glykogen abgespeichert, aber ich habe zu wenig Adrenalin, nur Adrenalin, um diesen Zucker herauszubringen. Mhm. Und jetzt hat die Zelle nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie stirbt wirklich ab, lässt mit dem P53-Gen die Apoptose, also den Zelltod ein, wie das zum Beispiel bei Diabetikern ist, wenn die, ich sage mal, nekrotische Beine kriegen oder so, ja. Oder aber, was der viel, ich sage mal, intelligentere, einfache Weg ist, ich verbrenne diesen Zucker. So, wie kann ich vermehrt Zucker in einer Zelle verbrennen? Indem ich einfach umswitche auf ein älteres evolutionäres Programm namens Gärung oder Fermentierung. Also wie bei Alkohol zum Beispiel, ja. Gärung bedeutet nichts anderes als das Verbrennen von Zuckermolekülen ohne Sauerstoff. Und das unterscheidet auch eine Krebszelle von einer Nicht-Krebszelle. In einer Krebszelle, die lebt nämlich ohne Sauerstoff. Und weil sie keinen Sauerstoff mehr in die Mitochondrien reinlässt, kann sie aber zum in der Regel 18-fachen Zucker verbrennen. Also ist diese sogenannte bösartige Krebszelle nichts anderes als ein altes evolutionäres Programm. Das übrigens, wenn ich mir einen Finger schneide, entstehen solche Prozesse. Wenn wir entstehen, entstehen solche Prozesse. Wenn ich das erste Sperma und die Eizelle zusammenbringe in der Gebärmutter. Das Embryo wächst dann nicht in der Gebärmutter, sondern in der Gebärmutterwand heran. Und wie kommt eigentlich jetzt diese Vereinigung da rein? Das muss ich da irgendwie reinfressen, nämlich über Säuren, über Milchsäuren. Und das geht nur über einen Gärungsstoffwechsel. Also wir entstehen eigentlich, ich sag mal ganz grob gesagt, als Krebszellen. So der erste, in den ersten Stunden und Tagen. Ja. Das ist also nichts so Außergewöhnliches. Unsere Zellen sind in der Lage, auf dieses Gärungsprogramm umzuswitchen. Nur, jetzt sollte halt irgendwann mal passieren, dass ich wieder umswitche auf das gesunde Programm. Auf gut Deutsch gesagt, ich darf zwar über wenige Jahre, sage ich mal, mehr Adrenalin verbrauchen, aber irgendwann muss Schluss sein damit. Ja. Aber wenn man das jetzt von der Evolution her betrachtet, ist es ein unglaublich intelligentes System. Weil, schau mal, lass uns mal 10.000 Jahre nur zurückgehen in der Evolution. Wenn ich da also jetzt kein so Gärungsprogramm hätte und die Zelle müsste jetzt doch eine großen zum Beispiel überleben. Was, das ist ähnlich wie bei Diabetikern. Was für Probleme habe ich dann? Ich sehe schlechter, also meine Augen werden angegriffen, meine Nieren werden angegriffen, aber auch das Epithelgewebe in meinen Venen, Arterien wird angegriffen. Und jetzt überlegen wir, vor 10.000 Jahren ein Mensch, der schlecht sieht und nicht gut gehen, rennen kann. Der hat halt da draußen relativ wenig Überlebenschancen gehabt. Also von dem her gesehen war es eigentlich sehr intelligent, evolutionär, ein Programm wie einen Gärungsstoffwechsel von Zellen zu machen. Das ist ein Grund. Es gibt aber auch viele andere Gründe noch für Krebszellen, wie dass zum Beispiel Pilze angesammelt werden. Pilze, wenn wir jetzt mal zum Beispiel an Candida oder sowas denken, die sind im Darm ja ganz in Ordnung, aber die sind überhaupt nicht in Ordnung, wenn sie im Blut herumschwirren. Und sie sind noch weniger in Ordnung, wenn sie die Gehirnschranke durchbrechen, weil da stirbt man relativ schnell. Also macht es total Sinn, einen Tumor zu bilden, wo diese Pilze sich ansammeln.
Es gibt Studien in Mammakarzinome, wo in 72% der Fälle ganz viele Pilze durchwachsen waren. Ich habe selber schon, ich war bei Bauchchirurgien dabei und habe den Chirurgen gefragt, sag mal, eine Leber, die weiß ich noch aus der Anatomie, die müsste eigentlich so ein bisschen dunkelrot aussehen, ja, aber die ist weiß überzogen. Da sieht man lauter so weiße Dinger. Was ist denn das überhaupt, ja? Hat der Chirurg so. Erst später, als ich Dr. Simoncini in Rom kennenlernte, der auch Chirurg war und Onkologe, und der hat mir dann gezeigt, dass es einfach durchzogen ist von Pilzen. Oder dass Krebszellen zum Beispiel extrem viel Giftstoffe verstoffwechseln können. Also man bildet einen Tumor und es geht da rein, der Giftstoff, und dort wird es besser verstoffwechselt. Also diese ganzen diese Denkweise, dass dieser Tumor ach so böse ist und mich töten will, ist kompletter Nonsens, sage ich einfach mal. Das Problem ist, dass in der konventionellen Medizin einfach das nicht mehr in einer Zeitlinie angeschaut wird. Also ein Symptom, nennen wir mal Bluthochdruck, Hypertonie ist eine der häufigsten Symptome überhaupt in der Medizin, ja, das ist doch zuerst mal gut. Die Organe sind besser durchblutet, die Kapillargefäße sind besser durchblutet, Proteine werden in die Wand gedrückt, die sonst vielleicht eine Thrombose machen können und so weiter. Das Symptom ist zuerst mal gut. Später macht es natürlich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, was weiß ich. Und so ist es beim Tumor auch. Der Tumor verbrennt zuerst mal mehr Zucker, er sammelt Pilzstoffe, er verstoffwechselt Schwermetalle und so weiter. Zuerst mal ist ein Tumor gut, später killt er mich. Aber in der konventionellen Medizin wird ein Wort wie Krebs oder Hypertonie immer am Ende dieser Zeitschiene betrachtet. Und es ist immer nur tödlich und man muss sofort, wie Matthias gerade richtig gesagt hat, was nützt es mir denn, das Symptom zu bekämpfen? Ich muss einfach rangehen an die Ursache. Und das ist meiner Meinung nach einfach die Hauptproblematik hier, dass das nicht mehr geschieht, ja. Sondern es wird nur das Symptom, in dem Fall ist es eben der Tumor oder die zu vielen Blasten im Blut oder irgendetwas in der Onkologie. Es wird einfach das Symptom zerstört. Aber was nützt mir das? Weil wenn ich auf meinem Lebensweg, der mich zum Tumor geführt hat, und jetzt Achtung, nicht in Schuld und Unschuld im christlichen Sinne denken, ja, niemand ist schuld an seiner Krebserkrankung, aber man kann auch nicht so tun und zu sagen, dass eine Krebserkrankung nichts mit der Lebensgeschichte eines Patienten zu tun hat. Man muss die Lebensgeschichte anschauen. Und was der Patient muss, ist einfach links oder rechts abbiegen. Er kann nicht auf diesem Lebensweg weitergehen, ja. Ganz spannende Ausführung von euch beiden. Ja, liebe Gertrud, was hast du für eine Beziehung eben zum Nervensystem oder wie siehst du das oder in deiner Arbeit? Also ich denke, was ein besonders gutes Ziel wäre, das Tun im Lassen zu erlernen. Und dann sind wir natürlich wieder dabei, was heißt das denn, dieses Loslassen? Und wir können in der Ausatmung einfach loslassen. Und die Einatmung ist was Aktives. Aber das Beste ist nämlich, dass sie auch reflektorisch erfolgt, wenn wir wirklich ordentlich ausgeatmet haben. Ich höre immer nur, atmen Sie tief ein. Ich höre ganz selten, atmen Sie mal ordentlich aus. Wenn du am Ende einer wirklich verlängerten Ausatmungsphase reflektorisch eine vertiefte Einatmung erfolgt, dann heißt es ja, dass ich langsam den Rhythmus in Ordnung bringe. Also, dass ich wieder sozusagen mitteorientiert, zwar in leibliche Mitte, auch die geistig-seelische auch kommen kann. Und deswegen finde ich den Ansatz so wichtig, dass wir uns einmal darum kümmern, wie funktioniert denn gerade? Bin ich gerade nur im Machen, 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 wie ich das halt gelernt habe in dieser Gesellschaftsstruktur? Und, oder darf ich auch mal einfach ordentlich loslassen, auslassen und dann nachvollziehen, was passiert denn da? Eben wieder die Geschichte, was macht die Weisheit dieses Körpers, wenn ich ihn nicht störe und nicht blockiere. Und dann kommt man drauf, dass das ganz woanders plötzlich anfängt, da aufgefüllt zu werden. Und dann haben wir drei Schwingungsebenen. Das ist das Diaphragma Pelvis, heißt auch Diaphragma. Also eine ganz starke Zehnermuskelplatte und viel weniger Schwingungsraum als das Zwerchfell. Dann haben wir das Diaphragma, das wir einfach nur so bezeichnen. Und das schwingt ja, bei einer Tiefatmung ist das ja viel stärker. Also da, glaube ich, kann sich kaum jemand vorstellen, wie viel Zentimeter sich das bewegt bei einer wirklich ordentlichen, also wenn man ordentlich ausgeatmet hat und dann tief einatmen lässt oder das noch verstärkt. Um wie viele Zentimeter sich da alles, was unter dem Zwerchfell ist, bewegt.
Also das sind 10 bis 15 Zentimeter und das bei jeder, also wirklich einer Tiefatmung. Das hat ein Gynäkologie-Professor bei mir einmal vermessen. Er wollte einfach das wissen, er kannte mich als Sängerin. Und dann gesagt, es interessiert ihn. Und dann hat er die Nierenpole gemessen, 12 Zentimeter. Und das allein zu gesehen zu haben oder das zu wissen oder auch mitzuvollziehen, das gibt so unglaublich viel an Möglichkeiten, dass wir wirklich wieder in dieses Tun im Lassen kommen können. Und vor allem wirklich mit der Ausatmung mehr tun. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich einen schweren Gegenstand hebe mit Luft anhalten oder Einatmung oder ob ich einfach mit diesem Hoa, ja, also selbst beim Aufstehen, es ist immer das Gleiche. Also erstens mal sind die Spiralbewegungen ganz wichtig. Also es schaut immer alles aus wie die DNA. Also auch in der Bewegung beim Aufstehen. Ich kann mit 100 noch, wenn ich das aus der Spirale mache, so wie Kinder das lernen. Und diese Bewegungsmöglichkeiten wieder in ihre physiologische Funktion eigentlich zu bringen, dann ist schon viel gewonnen auch für die Wirbelsäule. Und diese Katastrophe, sich aufzusetzen wie ein Klappmesser, die ist so schädlich, weil natürlich immer wieder damit, die meisten machen das ja auch mit angehaltenem Atem. Und wenn ich dann zuschaue und mich dann, brauche ich mich nicht mehr zu wundern, dass sie immer sagen, es tut ihnen weh, natürlich. Und dann, wenn man das also auch ganz schnell, eigentlich, das dauert nicht lang, weil jeder versteht das und merkt es, wenn er sich da anders bewegt, dann ist das also nach ein paar Wochen, ist das auch so in dieses Körpergedächtnis hineingeraten. Also das ist einfach gespeichert in Innovationsmustern von Bewegungsabläufen. Deswegen ist das Üben natürlich auch wichtig, weil das ins Körpergedächtnis aufgenommen wird. Also ich denke mal gerade zum Beispiel bei Geigern oder bei Instrumentalisten überhaupt, die ja auch viel mit Haltungsproblemen zu tun haben und immer mit unglaublich viel Distress-Situationen, also Auftreten oder Prüfungsängste, immer wieder. So, und wie gehe ich jetzt damit um? Und das kann man unglaublich gut wirklich erlernen. Und ich denke mir auch, wenn sie ihnen nicht klar ist, was dieses ständige Schulter hochhalten und so und da keine Ausgleichübungen macht oder nicht loslassen kann, in dem Stress verhaften bleibt. Also viel stärker, als das sein müsste. Also ist eine Möglichkeit, dass man sie auf eine Halbschall stellt, auf die sozusagen Therapiescheibe und dass die dort dann anfangen zu üben. Weil das Erste ist, dass du dort runterfliegst, wenn der Schwerpunkt nicht runtergeht und der geht immer mit der Ausatmung runter. Und das ist dann wirklich so, dass sie merken, wie viel mehr in diese Feinheit der Bewegung, in diese ganz feinste Koordination auch, also diese Synchronisation und Koordination, dass es leichter wird. Und dann finden sie es ganz komisch, wenn sie dann auf den Boden steigen und der ist plötzlich so, schwingt nicht wirklich und diese Feinstmotorik ist nicht so leicht. Also man kann das natürlich, alles, was man irgendwie auch gelernt hat oder der Körper gelernt hat, wird dann auch einfacher. Nur kenne ich kaum, ja, also in all diesen, in diesen Ausbildungen, diese, wenn man es nicht selber kann, dass man das zumindest in der Begleitung an andere vielleicht gibt, die es können. Und das ist das Gleiche mit den Patienten. Die müssen auch lernen, in die Balance zu kommen. Also auch in diese körperliche. Und das ist mit vielen Möglichkeiten, die können zu lernen, auf einem Seil, das am Boden liegt, zu gehen. Wenn die in der Ausatmungsphase draufsteigen, plötzlich funktioniert das viel besser. Genauso wie das eben funktioniert auf dieser Therapiescheibe. Also es sind immer wieder die Balancen auf allen Ebenen. Und das ist ja, ich finde, das ist vegetative Nervensystem einfach so grandios, dass das so auf allen Ebenen unterstützt werden kann. Du kannst auf der seelischen Ebene wirklich einmal nachschauen. Also dich auch einmal fragen oder einmal in der Supervision gehen. Also das finde ich auch wichtig, sowas auch wie Intervision unter den Kollegen zu machen oder auch als Einzelner in eine Supervision zu gehen und über diese eigene Lebenssituation zu sprechen und dann zu sehen, brauche ich da noch was, dass ich wirklich einmal entspannen kann und nicht ständig
so auf der Pass bin, weil eben jetzt kommen die Kinder, die sich gerade in der Pubertät befinden und sich aufführen, wie die Wilden, und man selber irgendwie hilflos ist dabei. Und auch, wie kann ich so eine Situation als Elternteil oder auch für die Lehrer, die auch lernen müssen, was ist eigentlich Pubertät, wie muss ich damit umgehen und wie wichtig ist es, dass diese jungen Menschen die Grenzen brauchen, dass sie Erfahrungen machen müssen, und zwar Grenzerfahrungen, begleitete Grenzerfahrungen, körperlich, geistig und seelisch. Und damit kommt auch noch einmal was anderes da hinein. Das heißt, auch selber zu spüren und zu merken, was tut mir gut, was heißt Entspannung. Also es gibt ja gute Entspannungsmethoden, die gehen immer einher mit Stimme und Atmung, so wie die funktionelle Entspannung. Und mit einer unglaublichen Schulung von differenzierter Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und damit hilft man unglaublich, weil dann wird diese Entwicklung zur Eigenkompetenz oder zu dieser Mündigkeit wesentlich größer, weil ich mich mit mir also besser lerne umzugehen, weil ich auch verstehen kann, was Körpersprache vielleicht überhaupt ist oder ob ich das merke, wo da jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und manchmal ist es ja wirklich so, dass es die Frage ist, wo will das, was mich jetzt belastet, hin? Habe ich zu viel geschluckt? Will das hier raus oder wird es unten raus? Also will ich es erbrechen oder will ich es unten ausscheiden? Und das wird manchmal ganz klar. Also auch bei belasteten Situationen, wo die das Gefühl haben, es wird ihnen gerade wirklich übel. Also das kenne ich ja von verschiedenen Situationen mit Patienten und auch mit Studenten. Und dann gehen wir halt hinaus, dann können die anderen weiterarbeiten, machen ganz real. Genau das, es will oben raus, nur dann bitte schau, dass du es erbrichst und mach wirklich mit allem, was du diese Bewegung auch mit diesem. Ja. Manchmal ist es noch 2-3 Mal völlig weg. Und das ist erstaunt an alle und gesagt, naja, hast du zu viel geschluckt und du hast dich nicht gewehrt. Also auch wie kann es, also diese Entwicklung zu einer gewaltfreien Konfliktfähigkeit, das ist was anderes als gewaltfreie Kommunikation. Und es wäre viel wichtiger, in dieser ganzen Entwicklung gewaltfreie Konfliktfähigkeit zu erwerben. Und auch zu schauen, also wie kann das überhaupt gehen, dass das so eine Skala, was ist die Priorität? Also die Priorität wäre mal Optimierung von Sensormotorik. Eine Wahrnehmung ist nur dann eine Wahrnehmung, wenn sie eine beobachtete Wahrnehmung ist. Sonst existiert sie nicht. Das heißt, dass wir viel, viel, viel mehr auch entwickeln können. Also dass wir vom Gehör sehr viel mehr auch wahrnehmen lernen können. Das ist in der Taktilität, das ist egal, wo wir hin sind, auch das Sehen. Und gerade das ist ein Punkt in der heutigen Zeit. Warum werden die alle kurzsichtig und so für ein hoher Prozentsatz? Weil sie immer nur dieselbe Distanz haben am Tablet. Und weil die Tiefenschärfe nicht mehr adaptiert wird, weil die Muskeln gar nicht mehr trainiert werden. Also ist es kein Wunder, dass die kurzsichtig werden. Und ich finde das auch von der Sprache schön, dass der Weitblick kaum mehr vorhanden ist. Das heißt, die Kurzsichtigkeit ist der Alltag. Also auch jetzt zeitlich gesehen, Weitblick. Früher haben die Generationen gewusst, wie wichtig das ist, dass sie denken über Generationen und nicht bis zur nächsten Legislaturperiode oder überhaupt bis morgen. Also das hängt alles auch zusammen. Und das ist so schön, dass wir die Möglichkeiten haben, erstens einmal die Optimierung von Sensormotorik, zweitens mal die Optimierung von Stressbewältigungssituationen. Drittens, dann kann ich gehen auf kognitive Lernprozesse. Dann ist es ganz wichtig, noch einmal Selbstreflexionsfähigkeit optimieren. Und dann die Optimierung von gewaltfreien Konfliktfähigkeit. Und dann ist es zumindest, selbst wenn ich jetzt mal, egal wo ich Erziehung oder Bildung, wo immer ich da hinschaue und sage, okay, wie viel nehme ich überhaupt wahr? Wie kann ich Stresssituationen bewältigen? Was brauche ich da? Wo kann ich mir das erwerben? Und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich kann mit Yoga, ich kann mit funktioneller Entspannung, ich kann mit autogenem Training, es gibt sehr, sehr viele. Und ich finde, das kann sich jeder das suchen, was für ihn wirklich das Geeignetste ist. Und dann auch die Geschichte mit Meditation und mit Spiritualität.
Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, Balance herzustellen. Und dann ist die Frage, wie wichtig ist dieses Thema in unserer Gesellschaft? Wer unterstützt uns dabei? Wer hilft uns dabei, dass das eine Prävention ist, die wirklich, also Prävention. Ich finde es so schön, in China war das System anders. Die Ärzte haben so lange bezahlt gekriegt, solange die Patienten gesund waren. Und nicht, wenn sie krank waren. Und jetzt ist es umgekehrt. Das heißt, wohin schauen wir? Also wir schauen jetzt auf das Krankenhäuser und Krankenanstalten und dass Patienten dass Menschen krank werden. Am besten chronisch, dann habe ich den jede Woche oder so. Also es ist schon eigentlich viel, was sich da dahinter noch verbirgt, wo wir auch hinschauen müssten. Und deswegen finde ich das mit diesem Vegetativum so wichtig, weil wenn ich denke, was sind eigentlich, also wenn ich jetzt schaue, wie kann ich in der Psychotherapie, was brauche ich für Grundlagen? Also da brauche ich erstens einmal eine gute Atmosphäre. Das heißt, die Beziehung ist ganz wichtig, dass das sowas wie ein warmes Milieu ist. Also Wärme, Rhythmus, Konstanz sind sozusagen auch Wirkungsfaktoren dort. Also die Wärme wäre die Beziehungsqualität. Im Prinzip ist es die Liebe. Also man kann das Beziehung, eine gute Beziehung, die ist wirklich getragen von Liebe. Also diese Geschichte mit dieser Allliebe, die jedem ja auch innewohnt, die kann man ja auch wieder aufwecken. Dann Rhythmus. Wir nehmen ja auch die Medikamente an bestimmten Zeitpunkten, in einer bestimmten Dosis und einer bestimmten Frequenz. Also entweder dreimal am Tag, fünfmal am Tag, was immer. Und die Konstanz ist, dass wir einen Zeitraum brauchen, um Veränderung überhaupt möglich zu machen, um Gestaltung. Und das ist sehr ähnlich, wenn ich sage Klang, Rhythmus, Melodie. Der Klang, der ist also sozusagen diese, da kann ich auch sagen dazu, das ist Emotionalität, das ist Klangfarbe, das ist, egal ob das jetzt in der Musik ist, dann reden wir von Klangfarben und in der Malerei reden wir von Farbtönen. Also es ist im Prinzip ist das Gleiche, es ist Ausdruck, ja, es ist diese seelische Qualität, die wir da haben. Also das ist Wärmerhythmus und die Konstanz, die wir brauchen, um etwas verändern zu können. Das heißt um Gestaltung. Und die Gestaltung, das ist der frei flottierende Geist, der kann Melodien erfinden. Und wir brauchen die Zeit, um gestalten zu können. Und in der heutigen Zeit wird uns die Zeit nicht mehr zur Verfügung gestellt, um etwas entwickeln zu können, um etwas leisten zu können. Wir verwechseln Leistung mit Leistungssteigerung. Das ist diese Leistungssteigerung, die ewige führt genau in diesen absoluten Distress. Und wenn wir das mit einbeziehen und sagen, also ob ich sage, Körper, Geist, Seele oder Klangrhythmus, Melodie oder Wärmerhythmus, Konstanz sind nur Äquivalente füreinander. Es ist völlig egal. Und das auch einmal so zu sehen, dann findet man vielleicht leichter, wo das Defizit ist. Und zu schauen, wie gehen wir jetzt damit um? Sehr spannend. Wieder viele Anregungen, danke. Was mich eigentlich auch noch interessieren würde, ein bisschen ein anderes Thema. Also man spricht ja von Dis- und Eustress und es gibt ja auch so die Tendenz, immer extremere Erlebnisse zu suchen, eben weil nachher so ein Glücksgefühl einsetzt. Wie würdest du das einordnen? Ist das für unser System der gleiche Stress oder auch die gleiche Erschöpfung? Oder? Nee, ich glaube, das ist vielleicht ein ähnliches Phänomen wie bei der Sucht, ist, dass man etwas tut, intrinsisch und man weiß vielleicht auch gar nicht so genau, warum man das macht, aber ich glaube persönlich, dass es das Bedürfnis ist, das autonome Nervensystem zu balancieren. Man ist in irgendeinem der beiden verharrt und irgendein Ereignis, sei es zum Beispiel Free Climbing am Berg oder Bungee Jumpen oder Haitauchen oder Sucht in chemischem Sinn, bringt einem wieder zurück in die Balance. Und ich glaube, weil wir alle selbst heilen und selbst regulierend sind, ist all das, was ich tue, ein Versuch, irgendwas in Richtung autonome Balance herzustellen. Mhm. Und das ist ja sozusagen das, was nachher auch mit einer verbesserten Steuerung von allen möglichen Prozessen einhergeht.
Also habe ich das richtig verstanden, dass jetzt das Gleiche ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel eben auf dieser Seite ist, dass er lethargisch ist, keine Lebensfreude mehr hat und so einen Kick sucht, dann kann ich mir noch vorstellen, dass das System wie so eben die Endorphinausschüttung aufgeweckt wird. Aber wenn jemand schon im Dauerstress ist, hat das die gleiche Regulationswirkung. Es ist eine Frage, wie man es wahrnimmt. Ja. Wenn man das als Stress wahrnimmt, dann ist es nicht gut. Wenn man das als Freude erlebt, Berge hochzuklettern ohne Sicherung, dann ist das etwas, was einen wieder balanciert. Die Leute haben unglaubliche Glücksgefühle und wollen es wieder und wieder haben, auch wenn es sehr gefährlich sein kann. Und wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne es von mir, ich bin da manchmal so begeistert von einem Thema, das mich beschäftigt, oder dann möchte ich mich da rein und am Schluss merke ich doch, es ist doch auch eine gewisse Erschöpfung da, aber hat das dann eine andere Auswirkung auf mein System, als wenn ich negativ gestresst bin? Es ist vielleicht auch ähnlich wie beim Sport. Es ist insgesamt schon erschöpfend, Energie aufzuwenden für etwas. Aber die Belohnung dafür ist, dass die Gegenreaktion kommt. Und wenn ich jetzt beispielsweise Sport als Beispiel nehmen darf, das ist erstmal anstrengend und nicht jedem macht es Freude. Aber dann, wenn man jetzt mal lange laufen war, eine lange Radtour gemacht hat und nach Hause kommt, sich hinlegt, dieser Tiefschlaf, der darauf folgt, der ist so viel tiefer, als hätte ich das nicht gemacht. Reparaturprozesse werden dann viel stärker in Gang gesetzt und so wächst man. Und ich glaube, diese Entwicklung, egal jetzt auf welcher Ebene, ist auch auf körperlicher Ebene nachvollziehbar. Und das ist immer eine Leistung des autonomen Nervensystems. Und ich glaube, dass es immer ein Grundbedürfnis ist, irgendwie eine Balance herzustellen. Und ich glaube, dass solche Dinge auch eine Balance herstellen können. Spannend. Und eben, Lothar, bei dir ist es ja so, dass du hast ja auch erzählt in einer anderen Sendung, dass ihr mit den Menschen, die zu euch kommen, eben für das spezielle, wie sagt ihr, Training oder die spezielle Betreuung, wirklich einen großen Schwerpunkt auch setzt auf eben das Glück wieder zu finden. Und das ist ja sehr, sehr schwierig. Und ja, wie geht man das an? Weil ich stelle mir das auch vor, was Gertrud gesagt hat, weil wenn ich in der Ruhe bin, dann kann ich mich besser auf diese Dinge einlassen. Aber wenn schon ein hoher Pegel da ist, wie startet ihr da? Unser Ursprungsthema war ja Parasympathikus und Sympathikus. Ja, ja. Und wir haben in den letzten Jahren, sind wir immer mehr dazu übergegangen, Menschen, wir nennen das einfach Parasympathikus-Training. Ja? Das bedeutet viel. Wie sind wir da drauf gekommen? Ich sage mal so, wir haben Folgendes gesehen, beziehungsweise irgendwann auch verstanden. Man vergisst beim Parasympathikus, alle reden immer über Schlaf und Verdauung. Klar, da ist der Parasympathikus hauptsächlich zuständig. Aber er ist für noch etwas zuständig, für Reparaturen. Man vergisst total, dass im Sympathikus eben Reparaturen nicht stattfinden. Man muss in Parasympathikus. Wenn ich jetzt, ich sage mal, relativ gesund bin, dann reichen mir wahrscheinlich bei den meisten Menschen, die zumindest 100 werden, reicht es total aus, wenn die 5, 6, 7, 8 Stunden, was auch immer, schlafen. 5 Stunden reichen auch schon? Wahrscheinlich reichen weniger. Ja. Ich war mal in Moskau bei einer Studie dabei. Da haben die Folgendes gemacht, also die Menschen gar nicht schlafen lassen. Und nach 4, 5 Tagen ist man ziemlich erschöpft. Also das kann man dann sogar im Blut messen. Ja. Aber dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben die Menschen eine REM-Phase, also Rapid Eye Movement, also einmal Tiefschlaf sozusagen, machen lassen. Was in der Regel, ich sag mal, zwischen 30 und 60 Minuten maximal war. Das hat gereicht, dass sie das 2 Monate machen konnten, ohne in irgendwelche Problematiken physische oder psychische zu kommen. Also eine einzige REM-Phase. Ich denke nicht, dass das okay ist, dass man das so ein Leben lang machen soll und nur eine Stunde schlafen. Ja? Aber ich will nur damit zeigen, vielleicht brauchen wir mehr Schlaf. Ich habe damals sie in Moskau gefragt, was glaubt ihr denn eigentlich, was da passiert? Warum reicht es denn eine REM-Phase? Dann hat einer eine unglaublich spannende, hat gesagt, warum schlafen wir eigentlich? Wahrscheinlich nur, weil es früher, also in der Evolution her, draußen dunkel war. Ah, okay. Das war vielleicht mal der einzigste Grund, warum der Mensch überhaupt diese Schlafphasen entwickelt hat. Und dann hat die Evolution erst sozusagen gemacht, okay, gut, in diesem Schlaf kann ich Reparaturen, ich sag mal, besser machen, wie wenn ich, was weiß ich, irgendeinen Dinosaurier jage, übertrieben jetzt, ja. So, und das haben wir auch gesehen. Wir haben gesehen, dass Menschen, wenn sie schwer krank sind, sie können nicht gesund werden,
im Sympathikus. Mhm. Wenn ich jetzt ein normales Leben führe, dann reicht der Schlaf für die meisten Menschen aus. Aber nicht, wenn ich metastasierter Krebspatient bin. Dann brauche ich tagsüber Parasympathikusphasen. Und ich möchte mal den Begriff Parasympathikus etwas erweitern, mhm. ja, oder wie wir ihn benutzen. Das ist dann nicht nur diese übliche Ruhe, die man da benutzt, sondern wir nennen es kein Adrenalin verbrauchen. Okay. Das heißt, ich kann auch im Parasympathikus sein, wenn ich mich zum Beispiel irgendwie bewege, aber das unglaublich viel Spaß macht. Mhm. Wenn ich eine unglaublich große Freude habe. Ja? Für uns, wir benutzen den Begriff ein bisschen anders. Wir nennen zwar Parasympathikus, aber eigentlich sollten wir sagen, kein Adrenalin verbrauchen. Ja, das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, auf dem Sofa zu liegen und Fußball zu schauen. Das darf man, also jetzt nicht missverstehen. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, glücklich zu sein und ein Leben zu führen, das einen unglaublich befriedigt. Und da kann der Körper dann in der Ruhe einfach reparieren. Und es ist notwendig, dass repariert wird. Es ist einfach notwendig, wenn ich Tumore, vor allem mehrere im Körper habe, dann gibt es einfach rein physische Probleme. Ich habe zum Beispiel bei einer großen Tumormasse, ich habe nur eine bestimmte Menge an Makrophagen, Granulozyten, an Blutkörperchen, die das Auffressen, Abbauen regulieren können. Ja? Und das kann ich natürlich besser tun im Parasympathikus. Ich vergleiche das gerne mit einem Flugzeug, das fliegt und die Turbine geht kaputt. Ja? Ich kann das nicht während dem Flug reparieren. Das Flugzeug muss runter in den Hangar. Jetzt kann der Ingenieur an der Turbine rumbasteln. Und so ist es auch, wenn ich schwer krank bin. Ich kann das nicht in meine üblichen Dinge machen, sondern ich kann das nur mein Körper kann das nur in der Ruhe. Und auch das bringen wir Menschen bei. Ein Körper hat ja einen Tumor entwickelt. Warum? Sei mal dahingestellt. Aber ein Körper weiß ganz genau, wie er einen Tumor entwickelt. Und deshalb weiß ein Körper auch ganz genau, wie er den Tumor wieder abbaut. Wir brauchen auch unglaublich viel Vertrauen zu unserem Körper. Und wir haben aber über die Jahre, hat man uns beigebracht, da draußen gibt es so tolle Menschen wie Matthias und Gertrud, die sind Ärzte. Und wenn wir ein Problem haben, gehen wir zu denen. Ja. Wir vertrauen unserem Körper gar nicht mehr, dass er eigentlich die Symptomatik entwickelt und dass er uns auch die Symptomatik wieder wegnehmen kann. Aber dafür braucht er Grundvoraussetzungen. Das eine ist Schlaf, das andere ist Parasympathikus und das dritte ist einfach die besten Stoffe, die wir zu uns nehmen in Form von Ernährung. Mhm. Ja. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, ich meine, wenn wir mal bei Tiere hinschauen, kranke Tiere, die werden oft aussortiert von der Herde. Ja, oder ich hatte zwei Nachbarn, die Schafe haben. Ja. Wenn die kleine Kinder, also Babys da haben oder wenn die krank sind, dann nimmt der Schäfer die raus aus der Herde, damit die einfach mehr Zeit, mehr Ruhe haben. Und das wird heute vergessen. Und was in der Medizin, ich habe das schon oft gesagt, ja auch total vergessen wird, ist einfach Ruhe. Ich meine, wir alle haben irgendwo mal was von Thomas Mann gelesen oder wir sind hier in der Schweiz, in Davos. Was hat man denn früher bei Tuberkulose gemacht? Ja? Man hatte keine Antibiotika, man hatte keine Heilmittel, aber man wusste eins, wenn wir die Leute 3 bis 6 Monate da oben in die Berge legen, und zwar legen, im wahrsten Sinne des Wortes, stundenlang dahin legen, dann können die überleben. Ja? Und diese Therapie, die gibt es leider überhaupt gar nicht mehr. Also Warten gibt es nicht mehr, Ruhe gibt es nicht mehr, obwohl das eine der mächtigsten Therapien überhaupt sind. Ja. Aber heute, das ist nicht mehr gut angesehen. Ja. Und vielleicht kann man zu wenig Geld damit verdienen, keine Ahnung. Aber das gibt es in der Medizin leider nicht mehr. Ja. Schöne Erinnerung. Und eben auch, weißt du, wenn ich denke, nur währenddem wir sprechen, was im Körper alles für Prozesse, wir können das ja nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Nein. Und dass wir dann eigentlich auch eine gewisse Überheblichkeit haben und uns über dieses System stellen. Eine schöne Erinnerung, auch ein bisschen mehr Demut vor dem Körper. Und wir reden hier nur von chemischen Prozessen. Ja. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, welche Pharmafirma hat mal ein so ein Poster gemacht. Das ist, glaube ich, 5 Meter breit und 2 Meter hoch, die chemischen Prozesse in einer Sekunde in einer Zelle. Mhm.
Das ist ein Riesenschaubild, das ich vor Jahren mal gesehen habe. Und das ist in einer Zelle diese, ich weiß nicht, hunderte oder tausende Prozesse, die parallel. Und jetzt haben wir noch nicht von energetischen Prozessen geredet, von Kommunikation zwischen den Zellen und so weiter. Ja. Und aber wir tun heute so, wie wenn wir unseren Körper und von Psyche, Seele will ich jetzt gar nicht reden, wie wenn wir das alles verstehen würden. Mhm. Es ist schon teilweise eine, ich nenne es mal Arroganz der Medizin hier, die so tut, wie wenn sie das alles verstehen würde. In Wahrheit verstehen sie eins, mit welchem Medikament, mit welcher Chemikalie kann ich welches Symptom wie beeinflussen. Da sind wir ohne Zweifel inzwischen an einem durchaus auch positiven Level. Also ich stelle das jetzt nicht grundsätzlich negativ dar, aber das Verständnis, vor allem im energetischen Bereich, das es ja in unserer Medizin, in der westlichen Medizin gar nicht gibt. Ja. Unsere westliche Medizin ist eigentlich aus der Pathologie entstanden. Über Jahrhunderte hat man aufgeschnitten, aber der energetische Anteil, wie er jetzt, sagen wir, in asiatischen Ländern zum Beispiel mehr vorkommt, den gibt es ja gar nicht. Matthias hat es vorher kurz angesprochen, wo er gesagt hat, dass in seinem Studium hat er das nicht gelernt. Da haben wir noch gar nicht geredet über energetische Medizin. Das gibt es in einem deutschen Medizinstudium im Grunde genommen gar nicht. Da muss man irgend vielleicht eine Sonderstunde bei irgendeinem Professor, der vielleicht sich mal damit beschäftigt hat, zufällig einnehmen. Aber das fehlt komplett in unserem Studium. Aber jetzt mal ehrlich, was beherrscht uns Menschen am meisten? Und das sehe ich bei Krebskranken in einem finalen Stadium. Es sind im Grunde genommen zwei Dinge, Liebe und Glaube. Und beides sind keine chemischen Prozesse. Liebe und Glaube sind energetische Prozesse, die uns am meisten beherrschen und die werden am wenigsten berücksichtigt. Ja. Und deshalb müssen wir in eine mehr energetische Medizin kommen. Auf der chemischen und physischen Seite, da sind wir schon meiner Meinung nach sehr weit gekommen. Ja. Aber diese Seite, die vor allem jetzt in meiner Arbeit mit finalen Patienten so extrem wichtig ist, die fehlt in der Medizin leider komplett. Ja. Noch eine Frage, die mich wirklich interessiert, eben wenn jemand vielleicht Jahre oder fast Jahrzehnte lang im Stress war und eben auch eine Erschöpfung der Nebennierenrinde. Was sind da die Erfahrungen? Wie viel Zeit braucht unser System, um da wieder überhaupt in ein Gleichgewicht zu kommen? Natürlich ist es immer abhängig. Aber wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste, dann würde ich einfach sagen zwischen 6 und 12 Monate. Ja, so ganz wirklich extrem grob. Ja. Und das macht es natürlich in unserer Arbeit jetzt mit finalen Patienten natürlich wahnsinnig schwierig, weil viele von denen haben keine 6 Monate. Auf gut Deutsch gesagt, wir müssen uns dann Dinge überlegen, wie halten wir den lange genug am Leben, damit es überhaupt greifen kann. Ich kenne es vom Adrenalin zum Beispiel, ja, weil wir messen Adrenalin im 24-Stunden-Urin. Und dann wollen die Leute natürlich immer wissen, ja, wann soll ich das wieder messen? Und dann sagen wir, in vielen Monaten. Es nützt nichts, Adrenalin nächsten Monat wieder zu messen, weil das dauert, bis das aufgefüttert wird wieder. Ja? Von 1 auf 2, von 3 auf 4, bis es nach oben geht. Und man braucht leider mehrere Monate. Ich habe ja mal in der Psychoanalyse gearbeitet und da gibt es auch manchmal so Sätze wie, wie schnell kriegt man da jemand raus? Und ich kann mich an meinen Jungianer-Chef Theodor Seifert erinnern, der oftmals gesagt hat, jetzt sei er seit 10 Jahren magersüchtig, jetzt dürft ihr auch mal ein Jahr lang Therapie machen. Ja? Ich brauche dir das auch nicht erzählen. Gertrud lacht da zu Recht natürlich, weil sie weiß, von was ich rede hier. Ja? Und wir haben noch nicht über Zwänge geredet. Ja? Ich sage einfach mal, wir müssen auch einfach mal geduldig sein. Also noch ein Beispiel zum Schluss. Wenn jemand mit Lungenkrebs bei uns ist oder Blasenkrebs, dann sage ich dem natürlich nicht nach 6 Monaten dafür das oder jenes erwarten. Dann sage ich auch mal, das wird 1-2 Jahre dauern. Ja? Also ein Lungenkrebs, der baut sich eben nicht so schnell ab wie ein Mammakarzinom oder ein Dickdarmkarzinom, ja, sondern die Lunge, die teilt sich einfach so verdammt langsam, dann muss man auch diese Geduld mitbringen. Aber wenn Menschen das verstehen, ich habe noch nie gesehen, dass die kein Problem damit haben, dann auch geduldig und diszipliniert zu bleiben. Sie müssen es nur verstehen, verinnerlichen. Und dann sind sie auch bereit, längere Zeit, ich sage mal, konsequent, diszipliniert zu arbeiten. Ja. Spannend. Und
Danke, dass wieder so anregend. Und Gertrud, was mich auch interessieren würde aus deiner Sicht, weißt du, hast du uns ja schon dargelegt, welche Ebenen und wie man überhaupt irgendwie in diese Regulation wieder kommen kann. Und hast du auch schon erlebt, dass es vielleicht, man redet ja manchmal auch von Spontanheilungen oder dass Menschen wirklich auch, sagen wir, spirituell plötzlich eine Türe aufgeht und sich wirklich alles verändert. Hast du auch schon so schnellere Prozesse erlebt oder Ja, kommt auch immer wieder vor. Also das ist so, als wäre plötzlich ein Schalter umgelegt. Aber ich will noch einmal kurz auf die Chronobiologie zurückkommen, weil wir da diese Rhythmen angefangen, wenn wir an Jahresrhythmen denken, wo es auch um Evolution und dann um Reproduktion oder Monatsrhythmen. Das wissen wir auch, wie wichtig die sind. Also dass also zum Beispiel die Regel immer eigentlich monatlich, wenn sie regelmäßig da ist. Und dass wir da abhängig sind, das hat auch mit den Mondphasen was zu tun. Man hat das Jahr ja früher in Monde eingeteilt, also Monate ist ja noch ein, und es waren 13, es waren nicht 12. Und seit dieser Rhythmus durch den gregorianischen Kalender auch verändert worden ist, da hat sich damals enorm viel Verwirrung abgespielt, weil manche haben dann mehr Tage übergehabt und weniger. Auf jeden Fall diese Orientierung nach diesen Monden, das war ja sehr wichtig. Wir wissen das ja auch, wie das ist bei Ebb und Flut. Das ist so vieles, also, was da rhythmisch abläuft, eigentlich alle Funktionen. Also die Chronobiologie ist die Lehre der rhythmischen Strukturen lebender Systeme. Und wenn ich mir dann die Erde anschaue und sehe, wie das auch dort alles rhythmisch, die ist auch ein Lebewesen. Also ich finde, wir sollten unseren Horizont auch ein Stück erweitern. Oder dann kommen wir zu den Wochen und dann kommen wir zu den Erholungs- und Heilungsphasen. Also mindestens 3 Wochen. Das ist ja ganz vernünftig, dass man also Reha mindestens 3 Wochen gibt, damit also Heilung auch wieder, wenn sie nicht schon so geschädigt sind, dass es wirklich noch viel länger braucht. Aber das Minimum sind 3 Wochen. Und dann kommen wir zu den Tagen, dann kommen wir zu den Tagesrhythmen und zu den Schlaf- und Wachrhythmen. Und dann kommen wir zu den Stundenrhythmen. Und wichtig ist, dass wir das auch wieder wahrnehmen. Das war früher viel besser, weil wir natürlich jetzt, also viel früher sind wir aufgestanden, wenn die Hähne gekräht haben und der Tag hell geworden ist und schlafen gegangen, wenn sie finster geworden ist. Aber dadurch, dass wir jetzt Global Dimming und Global Lighting haben, weil alles immer zur Verfügung steht, dann kommt das, was wir eigentlich bräuchten, auch ins Hintertreffen. Und dann sieht man das immer wieder natürlich an den Schlafstörungen. Also da kann man schon Diagnosen stellen. Und dann kommt es Stundenrhythmen, Minutenrhythmen, das geht um Verteilungsprozesse im Körper, da geht es um Darmtätigkeit. Und wenn es dann noch also kürzer wird, bei 10 hoch minus 1, da geht es ums Flimmerepithel und 10 hoch minus 3, dann geht es um die Nervenaktionen. Also, und dann gibt es natürlich auch Informationen, die Zeit null haben. Wenn eine Information da ist, dann ist sie gleichzeitig überall da. Und das weiß man ja auch. Also man hat ja da genug. Und wenn man sich mit den morphogenetischen Feldern beschäftigt oder auch weiß, wie sehr das egal, wo wir auf der Erde sind, wenn eine Erfindung gemacht wird, wird sie oft an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit gemacht. Oder wenn man Tiere trainiert in New York, die was lernen, und dann brauchen die eine bestimmte Zeit dafür. Und wenn man dann dasselbe macht mit Mäusen in Indien, dann brauchen die kürzer. Das ist das Gleiche wie Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, viel schneller mit diesen ganzen digitalen Zeugs umgehen können, wie wir das erlernen müssen. Also wir haben uns das erwerben müssen. Also ich kann mich auch erinnern, wie das war mit den alten Leuten. Die wollten keine Waschmaschinen oder keine Geschirrspülmaschinen. Also allein zu sehen, was, wie viel Information in all dem da drinnen ist. Und ich meine, wenn wir noch einmal von Rhythmus reden, die meisten kennen die Organuhr. Also das ist auch etwas, wo man dann sehen kann, welche Organe arbeiten zu welcher Zeit und welche anderen sind in der Zeit in Ruhe und dann wie geht das weiter. Also das ist wirklich so, wo wir diesen Kreislauf auch noch einmal sehen. Und wenn wir wirklich immer wieder sehen, wie früher zum Beispiel die Schule angefangen hat, die haben einfach einen Morgenspruch gehabt oder sie hatten ein Gebet in der Früh und es war sehr gut eingeteilt mit den Pausen, weil die Konzentrationsfähigkeitsdauer ist ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann braucht es eine Pause.
Und wenn Kinder jetzt gar nicht mehr aufmerksamkeitsfähig sind und nach ein, zwei Minuten schon sich nicht mehr konzentrieren können, dann kann man ja wirklich überlegen, so, und was machen wir jetzt? Und wenn ich dann diesen Begriff höre, da dreht es mir wirklich den Magen um, diese Kinder sind nicht mehr beschulbar. Also das ist so katastrophal. Und dann kann man ja auch mit den Lehrern auch versuchen, so, was können wir jetzt machen, um Konzentrationsfähigkeit zu verlängern, zu verbessern. Also da kannst du mit den Kindern rhythmisch-musikalische Übungssequenzen machen. Und da machen die das alle zur selben Zeit. Wenn die Lehrerin merkt, das geht nicht mehr, die sind alle aufmerksam, dann kann ich den Unterricht auch unterbrechen. Und dann kann man ganz einfache Übungen machen, die aber immer verbunden sind mit Rhythmus, mit Taktilität und mit der Stimme. Und dann kommen die in eine Synchronisation ihrer biologischen Rhythmen, das heißt in eine Erholung hinein. Das dauert nicht lang, das dauert ein paar Minuten. Und wenn die ganze Klasse das Gleiche, also das zum selben Zeitpunkt macht, dann kann man das auch messen und dann kriegst du mit, dass die Synchronisation der biologischen Rhythmen, die man auch sichtbar machen kann, eben an Messung von Vegetativum, dass die gleich takten. Wir sagen ja auch, wenn wir es uns aufeinander beziehen, wir sind auf derselben Wellenlänge. Mhm. Stimmt ja auch. Wir können es ja auch messen. Wir können es auch hier messen. Mhm. Und dann merken wir plötzlich, ah, wir takten gleich. Und das hat enorm viel Auswirkung. Also ich habe ein Projekt gemacht in einer Schule, wo so Integrationskinder, wie man das so nennt, waren. Und da waren auch autistische Kinder dabei. Und dann hat ein Kind nach 3 Wochen, wo also das klar wird, dass angefangen haben wir, das waren die 4 Diplomarbeiten, da waren 4 Studenten damit auch betreut. Und das erste war, was ist in der Früh? Die müssen einmal in die Schule kommen, die müssen mal ankommen. Und dann geht es ums Aufwachen und dann geht es ums Konzentrieren und das mit diesen Übungen. Und dann hat nach 3 Wochen ein autistisches Kind gesagt, es will berührt werden. Und zwar von der Lehrerin und von den anderen Kindern. Waren alle völlig verblüfft, wie kann das passieren? Und ich habe mir gedacht, das ist so logisch. Dieses Kind hat zur selben Zeit genau mit dem Rhythmus, mit der Taktilität, mit dem genau das gemacht wie alle anderen. Und diese Resonanz über die Klänge, die Rhythmen und die Taktilität, die ist einfach angekommen. Und es war einfach ein Entwicklungsschritt. So, also das war etwas, wo alle verblüfft waren. Und ich habe die Lehrer begleitet, die haben also sozusagen ein Jahr lang, haben die so einmal wöchentlich bei mir eine Stunde gehabt. Also die haben völlig anders dann, sind anders dort gestanden, sie haben gewusst, welche Rolle sie dort haben, sie haben wesentlich besser gelernt, auch zu sprechen und einfach auch zu überlegen, was mache ich da? Also was ist Übertragung und Gegenübertragung? Wie gehe ich mit diesen Kindern um? Welche Weltbilder stülpe ich ihnen über? Also so vieles, was da hineinspielt. Und dann habe ich, also von der Direktorin, die Rückmeldungen waren, es waren wesentlich weniger Krankenstände bei den Lehrern. Die Kinder haben bessere Noten gehabt und sie wollten das als Schulweiterbildung auch machen. Ja. Aber das hat niemand gezahlt. Also das sind die Dinge, wo du dir dann denkst, ja, was will man eigentlich? Ja, also auch wieder ganz ein schöner Aufruf eben für uns, für die Kinder, für wirklich zu sorgen. Wir haben, glaube ich, von euch jetzt eine ganz tolle Bandbreite erfahren, wie wichtig das ist, was wir tun können. Und ja, ich muss mich selber auch wieder an der Nase nehmen, wirklich gut zu mir zu schauen. Schön wart ihr heute da. Vielen Dank, liebe Gertrud, lieber Lothar, lieber Matthias. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich möchte mich auch wieder mehr um mich selber kümmern und wirklich all diesen Dingen, die wir heute lernen durften, mehr Beachtung schenken. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.